Ich war oft wütend auf sie. El campo de concentración de Punta de Rieles no tiene comparación, naturalmente, con lo que pasó en los campos. Das Konzentrationslager Punta Rieles ist nicht zu vergleichen mit den Konzentrationslagern der Nazis. Es war mit der Absicht gebaut worden, psychologischen Druck auszuüben, die Persönlichkeit zu zerstören. Es sollte zur Zerstörung deiner Ideen, deiner Ideologie, deiner Werte und deines Selbstwertgefühls führen. Sie wollten dir das Gefühl des totalen Zusammenbruchs und der Niederlage vermitteln. Sie sagten, wir sind die Sieger und ihr seid die Besiegten. Eines Nachts zur Schlafenszeit, wir lagen schon im Bett, da stand ich auf und schaute durch ein kleines Loch im Fenster, denn die Fenster waren abgedeckt. Ich erinnere mich, dass ich die Scheinwerfer sah, die doppelten Drahtzäune und die hohen Wachtürme, wo die Scharfschützen Wache schoben. Und es kam mir tatsächlich so vor, als würde ich einen Film über die Nazi-Zeit sehen. Und ich hatte viele gesehen. Jessie ist eine der Staatsgeiseln, mit denen das uruguayische Militär jegliche weitere Aktionen bitter unterdrückt. Während die Männer bis zu ihrer Freilassung 1985 als Geiseln behandelt werden, werden die Frauen nach einigen Jahren in den sogenannten Normalvollzug verlegt. Geisel zu sein, ich versuche euch zu erklären, was das bedeutet. In Wirklichkeit waren wir alle Geiseln, Frauen und Männer gleichermaßen, alle. Jede Begebenheit, die draußen passierte, fiel sofort auf uns zurück. Wir waren isolierter als die anderen Gefangenen, fast niemand wusste, wo wir waren. Wir waren dem Zugriff der Diktatur ständig ausgesetzt, um gefoltert und verhört zu werden. Wir wurden immer zu zweit verlegt. So machten wir Frauen eine Rundreise durch alle Kasernen Montevideos. Durch insgesamt 14 Kasernen wurden wir geschleust. Manchmal blieben wir 15 bis 20 Tage dort. Manchmal wurden wir nach einem Monat, eineinhalb Monaten oder sogar erst nach 3 Monaten verlegt. Und wir wurden immer ohne Ankündigung verlegt. Wir konnten die anderen Gefangenen nicht sehen, die in der gleichen Kaserne waren. Wir wurden total voneinander isoliert. Die Diktatur im Allgemeinen und die Militärs im Besonderen haben sich im Knast immer mehr mit den Frauen angelegt als mit den Männern. Und das ist kein Zufall. Ich glaube, uns Frauen haben sie niemals verziehen, dass wir einen revolutionären Weg eingeschlagen haben. Für sie haben wir damit den größten Verrat begangen, viel größer als irgendein Mann, denn wir haben die vorgegebene Frauenrolle verraten. Und für ein faschistisches System ist es wichtig, dass die Frau entweder im Haus oder im Bordell ist. Dazwischen gibt es nichts. Deshalb glaube ich, dass die Repression gegen uns viel härter war, viel subtiler, viel zerstörerischer und viel tiefer ging als gegen die Männer. Und immer lief der Angriff gegen unser Frausein. Zum Beispiel provozierte uns die weibliche Militärpolizei, indem sie mit superengen Kleidchen, wo sich der Hintern und alles abzeichnete, vor uns herumstolzierten. Total aufgedonnert. Wenn sie uns bewachten, feierten sie Orgien mit den diensthabenden Soldaten und beleidigten uns ständig, dass wir alt und hässlich und für nichts mehr zu gebrauchen wären. Das war ein permanenter Angriff auf unsere äußere körperliche Erscheinung und damit auf unser Selbstwertgefühl, weil klar war, dass diese Jahre nicht spurlos an uns vorübergehen würden.
Dazu kam, dass sie uns unsere Namen genommen hatten. Wir waren nur noch Nummern in der Masse. Wir wurden zum Baden gebracht und mussten zu viert oder zu fünft baden, zu viert oder zu fünft scheißen. Du musstest Schlange stehen, um scheißen zu können. So weit, so gut. Aber es kommt der Moment, wo deine einzige Sehnsucht darin besteht, dass du ein riesiges Klo ganz für dich alleine haben willst. Eine einzige Minute der Intimität. Diese physischen Angriffe waren ihre systematische Waffe. Im Gefängnis lernt Jesse 1976 Mario kennen. Es gelingt ihnen, sich nächtelang von Wand zu unterhalten. Sie verlieben sich, schaffen es trotz strengster Isolation zusammenzukommen. Jesse wird schwanger. 45 Jahre Gefängnis liegen noch vor ihr und es ist unsicher, ob sie je lebend herauskommen wird. Paloma wird im Gefängnis geboren und nach 9 Monaten von Jesse getrennt. Mario wird wegen dieser Schwangerschaft 3 Monate lang permanent gefoltert. Er stirbt kurze Zeit nach seiner Entlassung. Warum glaubst du, dass in den deutschen Gefängnissen politische Gefangene nicht gefoltert wurden, wie wir das im klassischen Sinne kennen? Weil die Bundesrepublik versteht sich als ein demokratischer Rechtsstaat. Sie tritt als solcher international auf. Und sie kann sich das nicht leisten, diese Art von Folter, die auch in der Regel ja nachweisbar ist, sichtbar ist an den Körpern der Gefolterten, die zu praktizieren. Es hat Einzelfälle gegeben, wo es auch harte Misshandlungen gegeben hat, aber als Einzelfälle. Und dieses Moment systematisch politische Gefangene zu foltern, auf die Weise, die man kannte, die bekannt war aus den Diktaturen, das konnte und kann sie sich politisch nicht leisten. Und deswegen hat sie Formen gesucht, zu foltern auf eine Weise, die erstmal nicht begriffen worden ist als Folter. Und obwohl es auch schon früher angewandt worden ist, aber die erstmal in einer Weise erstmal nicht bekannt war als Folter. Diese Art, Menschen zu isolieren über einen ganz langen Zeitraum, ist auch Folter. Gab es einen kontinuierlichen Kampf der politischen Gefangenen in den deutschen Gefängnissen, um die Isolation zu brechen? Ja, der Anfang war, dass wir uns erstmal bewusst werden mussten, was eigentlich passiert mit uns. Eben, wir wussten das auch nicht. Wir haben einfach nur gesehen, wir sind in der Isolation und wir haben festgestellt an uns selbst Folgen, die wir erstmal auch gar nicht einordnen konnten, wo wir nicht wussten, was passiert mit uns. Also wenn du geschlagen wirst, dann weißt du, du wirst geschlagen, deswegen tut es weh. Aber wenn du plötzlich nicht mehr reden kannst, wenn du nicht mehr richtig sehen kannst, wenn du nicht mehr richtig gehen kannst, zum Beispiel, wenn du dauernd dünner wirst, obwohl du isst, all solche Sachen, wenn du Kreislaufstörungen hast und weißt gar nicht, woher es kommt, so, wenn du Halluzinationen hast, all solche Sachen sind passiert. Und darüber mussten wir uns erstmal klar werden, was das ist, dass es aus der Isolation kommt und dass es auch damit beabsichtigt ist. Weil du im Normalfall als soziales Wesen natürlich ständig Kontakt hast zu anderen, dich ständig austauschst, dich ständig überprüfst, sowohl der ganze Sinnesapparat wird ständig gefordert, arbeitet und es werden ihm sowohl die fast alle Reize entzogen dem Apparat und es wird ja auch der soziale Kontakt entzogen. Das sind diese beiden Momente, die eine ganz große Störung deiner Denkfähigkeit, deiner Konzentrationsfähigkeit, einfach auch deiner Persönlichkeit dann sind. Wir haben gekämpft für die Zusammenlegung von allen oder wenigstens von 15 bis 20 Gefangenen. Es ging nie darum, zu zweit oder zu dritt zusammengelegt zu werden. Das war dann Ergebnis der Kämpfe. Und es war aber nicht das, wofür wir gekämpft haben, weil uns auch klar war, dass das auch zerstörerisch ist. In der Zeit, als die Repression besonders hart war, entschieden wir uns, die politische Hierarchie innerhalb des Gefängnisses aufzulösen, die es seit Beginn gegeben hatte.
Wir entschieden uns, unsere interne Organisationsstruktur aufzugeben, um mit allen anderen Gefangenen zusammenzuarbeiten. Die Männer dagegen behielten ihre interne politische Organisation als Partei und die damit verbundene Hierarchie bei. Das ist für mich eine sehr wichtige grundsätzliche Frage. Ich glaube, dass man im Knast niemals die gleiche politische Organisierung haben kann wie draußen, weil dir der Bezug zur Realität fehlt. Das Einzige, worüber du bestimmen kannst, ist die Realität, die du im Knast lebst. Wie also kannst du im Gefängnis Widerstand leisten, den Befehlen etwas entgegensetzen? Dieser Situation unterliegen alle Gefangenen, genauso wie alle ständig an die Flucht denken. Du musst dich einfach immer im Verhältnis zum Knast sehen. Wir haben gemeinsam gehandelt, was bis zum Aufbau einer internen Kampfgruppe führte, die sehr, sehr stark war. Immer wenn wir uns stark genug fühlten, fingen wir an, uns aufzulehnen, uns offen aufzulehnen. Wenn es hieß, singt nicht, sangen wir umso lauter. Macht dies nicht, wir machten es. Geht an die Arbeit und wir gingen nicht. Wir fingen an, Fahnen der Frente Amplio herzustellen und sie aus den Fenstern zu hängen, damit unsere Besucher sie schon von Weitem sehen konnten. Dann kamen sie natürlich, um uns zu schlagen. Sie steckten uns in den Bunker und misshandelten uns. Wir waren davon überzeugt, dass wir nur widerstehen konnten, wenn wir kämpften. Die einzige Möglichkeit, Kraft zu gewinnen, war, zu spüren, wie wir mit den Regeln brachen, die sie uns auferlegten. Das Gefährlichste am Knast ist das, was sie dir in den Kopf pflanzen. Plötzlich merkst du, dass du anfängst, dich ihnen unterzuordnen. Wenn du sagst, na gut, ich überlasse ihnen den Raum, dann tun sie mir nichts, ist das eine Lüge. Denn mit der Zeit nimmt der Feind den Raum ein, den du ihm überlassen hast. Gab es bei euch innerhalb des Gefängnisses Führungspersonen, ob ihr sie so genannt habt oder nicht? Es ist sicher was dran an dieser Kritik oder an der Tatsache, dass die Gefangenen eine sehr, sehr große Bedeutung für die Bewegung draußen hatten. Die Situation der Gefangenen, auch die Politik der Gefangenen. Und das hängt sicher damit zusammen, was ich vorhin gesagt hatte, dass es zum einen Andreas gab, aber auch andere, die mit ihm da zusammen in Stammheim waren im Gefängnis, also Guton Enzlin, Ulrike, Holger und Jan Karl Raspe, die zusammen auch durchaus sowas wie eine Führung waren. Für die Gefangenen, aber von den Ideen her, von den politischen Vorstellungen her, auch für draußen. Nicht für die konkreten Aktionen, das war das, was ich vorhin meinte. Sie haben nicht konkrete Aktionen bestimmt, aber natürlich politische Vorstellungen, politische Linien. Und es gab draußen niemanden, der in der Lage gewesen wäre, das so zu machen. Das ist sicher ein Grund dafür, dass die Gefangenen eine solche Bedeutung hatten innerhalb der Bewegung. In ihrem Film Komplizinnen setzt sich Margit Schenke mit den Erfahrungen ihrer 5-jährigen Haftstrafe auseinander. Also ich bin nie mit politischen Gefangenen zusammen eingesessen, das war eben das Problem. Ne? Und wir waren eben die Ersten, die ins Gefängnis kamen. Ne? Da waren die anderen da noch gar nicht.